In dieser Folge aus Göttingen. Wir zeigen Ihnen einen Teil der Sehenswürdigkeiten der Stadt. Unter anderem werfen wir einen Blick auf den Gänseliselbrunnen, besuchen den alten Botanischen Garten und folgen Goethe auf die Burgruine Plesse. Weiterhin besuchen wir noch das Dornröschenschloss Saberburg und das Europäische Brotmuseum in Ebergötzen. Herzlich willkommen zu unserer 23. Ausgabe von Unterwegs in Niedersachsen. In dieser Folge nehmen wir Sie mit in die Universitätsstadt Göttingen. Denn hier befinden sich die stadtprägende Georg-August-Universität, die älteste und größte Universität in Niedersachsen. Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass 20% der Bevölkerung aus Studenten besteht. In unserem ersten Beitrag nehmen wir Sie mit in den Stadtkern von Göttingen und zeigen hier die Stadt sowie einige Sehenswürdigkeiten. Göttingen liegt in Südniedersachsen. Mit etwa 120.000 Einwohnern ist die Stadt nach Hannover, Braunschweig, Osnabrück, Oldenburg und Wolfsburg die sechstgrößte Stadt des Bundeslandes Niedersachsen. Mit einem Anteil von ca. 20% Studenten an der Bevölkerung ist das städtische Leben stark vom Bildungs- und Forschungsbetrieb der Georg-August-Universität, der ältesten und größten Universität von Niedersachsen und zweier weiterer Hochschulen geprägt. Das erstmals 953 als Gotingi urkundlich erwähnte Dorf am Fluss Leine erlangte um 1230 die Stadtrechte. Göttingen wurde 1964 zur Großstadt und ist heute eines der 9 Oberzentren von Niedersachsen. Inmitten der Altstadt befindet sich das alte Rathaus in Göttingen. Es wurde in mehreren Bauabschnitten ab 1270 errichtet und war bis 1978 Sitz des Rates und der Verwaltung der Stadt Göttingen. Außer standesamtlichen Trauungen im großen Festsaal der mittelalterlichen Dornze, niederdeutsch für beheizbarer Raum, finden auch regelmäßige Ausstellungen statt. Teile des Gebäudes dienen dem Fremdenverkehrsamt. Im Inneren des Gebäudes kann man die Rathaushalle bestaunen, denn hier sind 1884-1886 Wandmalereien von Hermann Schape aus Hannover angebracht worden. Die Malereien zeigen Szenen aus der Stadtgeschichte und Wappen von Hansestädten. Direkt hinter dem alten Rathaus befindet sich ein weiteres Wahrzeichen Göttingens. Die weithin sichtbaren Türme der St. Johanneskirche, welche von 1300 bis 1344 erbaut wurde. Der Nordturm ist 62 Meter hoch und der Südturm 56,5 Meter. Der Gänselieselbrunnen von 1901 befindet sich vor dem alten Rathaus auf dem Göttinger Marktplatz. Die Figur stellt ein barfüßiges Mädchen in einfacher Kleidung dar, das drei Gänse trägt. Die Studenten Göttingens bezogen kurz nach dem Bau die Brunnenanlage in ihr Brauchtum ein. Jeder neu immatrikulierte Student musste dem Gänseliesel seine Aufwartung machen, woraus sich sehr bald die Pflicht entwickelte, auf den Brunnen zu klettern und die junge Dame, die er beide Hände voll hatte, zu küssen. Ein Stückchen weiter auf der kurzen Straße befindet sich das Lokal Schwarzer Bär. Das Gebäude wurde um 1600 erbaut. In ihm erstellte der berühmte Dr. Eisenbart sein Testament. Heute gehört das Gebäude der Einbecker Brauerei und ist zugleich eines der ältesten Gasthäuser Deutschlands. Nur zwei Häuser neben dem Schwarzen Bären
finden wir die St. Michael-Kirche mit ihrem neobarocken Turm. Sie wurde 1787-1789 erbaut und war die erste katholische Kirche der Stadt nach der Reformation. In der Hospitalstraße steht dieses Denkmal von Friedrich Wöhler. Er war Naturforscher und Chemiker und Entdecker des Aluminiums. Wöhler lebte von 1836 bis zu seinem Tode 1882 in Göttingen. Die nun zu sehende Junkernschenke in der Barfüßerstraße 5 wurde 1451 als gotisches Fachwerkhaus errichtet. Knapp 100 Jahre später, nämlich 1547, wurde das Gebäude im Stil der Renaissance umgebaut und mit vielen Schnitzereien versehen. Nun hier kurz zu sehen, ist ein kleiner Teil der Georg-August-Universität in Göttingen. Unter anderem sieht man hier am Wilhelmsplatz die Mensa sowie gegenüber die Aula, die 1835 erbaut wurde. Ebenfalls in der Nähe der Göttinger Innenstadt befindet sich das Deutsche Theater, welches 1890 erbaut wurde. Damals wie heute finden in dem Theater immer wieder interessante Aufführungen statt. Auch die Kirche St. Albani ist eine Erwähnung wert. Sie wurde im 15. Jahrhundert erbaut. Der Vorgängerbau war die älteste Kirche der Stadt. Am östlichen Rand der Göttinger Altstadt liegt die Stadthalle. Sie wurde 1964 in Betrieb genommen und dient heute, wie auch die Lokhalle Göttingen, als Veranstaltungshalle. Bis 2005 wurde das Observatorium auf dem Heinberg östlich von Göttingen von der Universität betrieben. Es besteht aus dem 1929-1930 errichteten Astrographengebäude sowie dem 1942-43 erbauten Sonnenturm. Seit Herbst 2005 bietet das Institut für Astrophysik dort regelmäßig alle 6 bis 8 Wochen öffentliche Führungen mit Beobachtungsmöglichkeit am 59 cm Spiegelteleskop an. Der Bismarckturm in Göttingen ist ein 31 Meter hoher vierstöckiger Aussichtsturm auf dem Kleberberg. Der Turm wurde 1892 zu Ehren des ehemaligen Reichskanzlers Otto von Bismarck erbaut. Im Vorfeld hatte Bismarck, der in den Jahren 1832-33 an der Universität Göttingen das Studium der Rechtswissenschaften aufgenommen hatte, seine persönliche Zustimmung für das Bauwerk erteilt. Einen ganz besonderen Ehrenplatz hat Heinz Erhard in Göttingen erhalten. Er drehte hier von 1956 bis 1960 insgesamt 8 Filme. Heinz Erhard regelt hier am Wehender Tor als Verkehrspolizist den Verkehr. Göttingen besitzt gleich 2 botanische Gärten. Diese sind der Georg-August-Universität zuzuschreiben. 1736 wurde der alte Botanische Garten im Nordosten der mittelalterlichen Innenstadt gegründet durch den Polyhistor Albrecht von Haller. Heute befinden sich in dem Garten mehr als 12.000 verschiedene Pflanzenarten. Einen kleinen Einblick in den alten Botanischen Garten zeigen wir Ihnen nun in unserem nächsten Beitrag. Der alte Botanische Garten wurde 1736 durch Albrecht von Haller unmittelbar nach Errichtung der Georg-August-Universität gegründet. Er befindet sich im Nordosten der mittelalterlichen Innenstadt. Er hat als systematischer Garten eine Größe von 5 Hektar und beinhaltet mehr als 12.000 verschiedene Pflanzenarten, die vom Albrecht von Haller Institut für Pflanzenwissenschaften der Universität betreut werden. Die historische Anlage des Gartens innerhalb des Stadtwalls wurde später mit der Außenseite des Walls durch jetzt noch 3 geöffnete historische Tunnel unterhalb des Walls verbunden. Innerhalb des Walles befinden sich mehrere öffentliche zugängliche Gewächshäuser mit unterschiedlichen Öffnungszeiten. Musik.
Rund 7 Kilometer nördlich von Göttingen, zugehörig zum Ort Bovenden, liegt die Burg Plesse. Von hier aus hat man einen wunderbaren Ausblick auf das Leinetal. Mehr zur Geschichte der Burg erfahren Sie nun in unserem dritten Beitrag. Die mittelalterliche Burgruine Burg Plesse liegt rund 7 Kilometer nördlich von Göttingen in der Gemeinde Bovenden. Sie entstand um 1015 und war auch für Johann Wolfgang von Goethe 1801 ein Anziehungspunkt. So schrieb er später, nämlich am 17. Mai 1815, diese Worte zur Ruine Plesse: Auf diesen Trümmern habe ich auch gesessen, vergnügt getrunken und gegessen und in die Welt hinausgeschaut, war aber wenig nur davon erbaut. Kein liebes Kind gedachte meiner, und ich fürwahr gehörte keiner. So war die ganze Welt umgraut, ihr wisst ja selbst, was sie erheitert. Die Horizonte stufenklar erweitert. Die Burg Plesse wurde 1015 als Hausgut durch den Paderborner Bischof Meinwerk an Paderborn übertragen. In den folgenden Jahrhunderten wechselte sie oft den Besitzer. So gehörte sie zwischenzeitlich zu Westfalen und anschließend zu Hessen. Seit dem 1. Mai 1817 gehört die Burg zum Königreich Hannover. Seit 1945 ist die Burg Plesse Eigentum des Landes Niedersachsen. Heute kann man die Burg besichtigen oder gemütlich in dem Restaurant essen oder einen Kaffee trinken. Ebenfalls kann der Bergfried bestiegen werden. Auf der Webseite der Stadt Göttingen wird unter anderem als Ausflugsziel auch das Dornröschenschloss Saberburg im sagenumwobenen Reinheitswald genannt. Diesem Ausflugstipp sind wir gefolgt und zeigen Ihnen daher den nachstehenden Beitrag von der Saberburg im angrenzenden Hessen. Die Saberburg, früher erst Zappenburg, dann Zapfenburg und heute im Volksmund nach dem Brüder Grimm-Märchen Dornröschenschloss genannt, ist eine Burgruine im sagenumwobenen Reinheitswald, der sich im nordhessischen Landkreis Kassel erstreckt. Die Höhenburg entstand ab 1334 als Zappenburg zum Schutz der Pilger des nahen Wallfahrtsorts Gottsbüren. Aus der mittelalterlichen Burganlage ging ab 1490 das Jagdschloss Zapfenburg hervor. Die Anlage der Saberburg wird seit 1957 nach und nach vom Land Hessen restauriert und für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Ab 1959 baute man die Ruine zu einem Hotel der gehobenen Kategorie mit Restaurant und Café um, das 1960 eröffnet wurde. Den Namen Dornröschenschloss erhielt die Saberburg im Dreißigjährigen Krieg. 1628 wurde sie von den Truppen des Feldmarschall Tilly besetzt und stark beschädigt. Danach verfiel die Schlossanlage in jenen wildromantisch verwachsenen Zustand, in dem der Volksmund nach Verbreitung der Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm den Ort sah, an dem sich die Geschichte vom Dornröschen zugetragen haben musste. Seit dieser Zeit
ist die Burg auch international als Dornröschenschloss bekannt. Wie im Märchen beschrieben, soll die Burg von 1571 bis 1591 eine 5 Kilometer lange und 3 Meter hohe Dornenhecke umgeben haben. Sie diente dazu, die eigene Tierhaltung vor Wildtieren zu schützen. Erst 1651 wurden Schäden ausgebessert. Eine weitere Sehenswürdigkeit in der Umgebung der Saberburg ist der Tierpark. Der Park mit seinen weiten Weiden beheimatet viel heimisches Großwild, darunter Heckrinder, Urwildpferde oder die Tarpane, Wölfe, aber auch exotische Tiere wie Kängurus, Affen, Pinguine und Lamas. Der nun zu sehende Urwald Saberburg grenzt direkt an den Tierpark Saberburg. Es handelt sich hierbei um ein zwischen 88 und 92 Hektar großes Naturschutzgebiet mit 800 bis 1000-jährigen Eichen und meterhohen Farnen, in dem unter anderem auch Rotbuchen wachsen. Nur ein paar Autominuten entfernt von Göttingen finden wir auch das Europäische Brotmuseum in Ebergötzen. Neben der Dauerausstellung zur Geschichte des Brotes und der Müllerei beherbergt das Museum im Außenbereich eine historische Bockwindmühle und viele weitere Exponate. Welche das sind, erfahren Sie in unserem nächsten Beitrag. Das Europäische Brotmuseum in Ebergötzen zeigt eine kulturhistorische Sammlung zum Thema von Korn zum Brot im ehemaligen Forstamt Radolfshausen. Bis zum Jahre 2004 war es in Mollenfelde angesiedelt. So kann man sich im Gebäude alles zum Thema Brot anschauen. Ebenfalls wird hier auch Brot aus anderen Ländern der Erde gezeigt und auch hier die Entwicklung. Nach dem Aufenthalt im Gebäude geht es anschließend auf das Freigelände. So können hier verschiedene Backöfen und auch der Apothekergarten bestaunt werden.
Ein Stückchen weiter kommen wir zu den Großgeräten. Nebenbei können wir hier auch noch eine Wassermühle von innen beschauen. Sie stammt ursprünglich aus dem Tiroler Geroldstal und ist heute sogar noch betriebsfähig. Auch eine Bockwindmühle kann von innen besichtigt werden. Sie wurde 1812 in Hotteln bei Hildesheim erbaut. Am 21. Oktober 2004 nahm sie im Beisein des letzten Müllers Otto Warmbold, der zwischen 1939 und 1974 die Mühle betrieben hatte, wieder ihre Arbeit auf. Eine komplett restaurierte und damit wieder funktionsfähige Bockwindmühle wartet auf ihren Besuch im Europäischen Brotmuseum. Göttingen hat noch viel mehr Sehenswürdigkeiten zu bieten, als wir hier unten in unserer Folge vorstellen konnten. Wir hoffen aber dennoch, dass der kleine Einblick, den wir hier vermittelt haben, Ihnen ein wenig gefallen hat. Eine Reise in die Stadt Göttingen lohnt sich auf jeden Fall. Nun sind wir mittlerweile auch am Ende unserer Folge angekommen. Falls Sie Anregungen, Ideen oder Tipps haben, so freuen wir uns auf jedes Kommentar bei YouTube oder Facebook. Und falls Sie ganz automatisch über neue Folgen von uns informiert werden möchten, so abonnieren Sie doch bitte unseren neuen YouTube-Kanal Unterwegs in NDS, wobei NDS als Abkürzung für Niedersachsen steht. Und wenn Ihnen unsere Folgen gefallen, dann empfehlen Sie uns gerne weiter, indem Sie zum Beispiel diese Folgen bei Facebook teilen. Wir freuen uns über jeden neuen Zuschauer. In unserer nächsten Folge, Folge 24, zeigen wir Ihnen einige Eindrücke aus Rinteln. Also bleiben Sie dran. Wir freuen uns, Sie auch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen bei Unterwegs in Niedersachsen.